Hallo und willkommen zurück bei die Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch bei der großen Planieraktion. Wir haben noch viel zu viel hier. Und sollten eigentlich mal wirklich die Jungs vom Flatten hierhin zum Quarry schicken. Habe ich den eigentlich richtig eingestellt? Ja, habe ich richtig eingestellt. Gut. Weil erstens, wir haben keine Steine mehr. Also so gut wie keine Steine mehr. Zweitens, wir müssen ein bisschen Zeit schinden, damit der Teil hier wegkommt. Oder dass wenigstens das hier abgebaut ist. Ja, sie laufen wieder irgendwo in der Gegend rum. Lass ich sie mal das Stück hier abbauen. Sollten auf jeden Fall wirklich zuerst hier die Seite runter abbauen. Damit wir dann nämlich hier auffüllen können. Du, nimm mal einen Stein von hier. Schon interessant, dass wir es geschafft haben, unseren gesamten Vorrat an Steinen leer zu kriegen. Zum Glück haben wir später noch die beiden Berge hier, die wir abbauen können, wenn wir noch mehr Stein brauchen. Okay, du bist voll. Ach, die fangen hier schon mit der Treppe an. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das wird jetzt eine Weile dauern. Bis es ordentlich gefüllt ist. Es wird auch sehr viel Action jetzt geben. Kann ich euch versprechen. Nein, leider nicht.
Ja, und sie laufen überall in der Gegend rum und überall liegen Steine. Ach, aber die Vorräte füllen sich gut. Haben bald schon wieder 1000. Das reicht für die Hälfte von dem hier. Ah ja, wenigstens sind wir schon mal bei der 5. Schicht. Ach du meine Güte, hab die da jetzt hier reingeworfen, ey. Was gibt das, wenn's fertig ist? So. Nicht so viel verschwinden. Und da geht das schon wieder los. McCoy, hier aufsammeln. Ach ja. Na gut, was anderes gerade als die Micromanagen kann ich nicht machen. Was zur Hölle? Habt ihr das gerade gesehen? Die können sich echt gegenseitig so dreist den Weg blockieren. Also die wären bis da runtergelaufen, glaube ich. Weil er konnte nicht darüber, der andere konnte nicht darüber, weil sie sich beide gegenseitig im Weg standen. Nichts für ungut, aber das stufe ich als Epic Fail ein. Oder als Brain Bug.
Ich versuch's mit dem Wort zu nehmen, seht's mir nach. Gut, hier klappt das wenigstens, dass sie sich runtergraben langsam. Es liegt doch gerade nichts wieder in der Rille. Die für dich gerade interessant. Ah, jetzt baust du das da ab. Sehr komische Art zum Abbauen, ey. Also ich bin ehrlich gesagt froh, wenn sie das Ding hier weg haben. Da hoffe ich einfach mal, dass sie für den Bereich klüger sind. Was das Laufen angeht. Ja, praktisch wird es dann halt, wenn sie auf 1 runter sind. Dann werden sie wahrscheinlich nämlich wieder direkt hochhopsen. Ach komm, wer richtet denn hier so eine Sauerei an, ey? Das geht ja mal ja nicht, ey. Da werdet ihr jetzt hier brav aufräumen. Don't.
Na, guckt die euch die beiden an. Hättest du jetzt die Freundlichkeit, da runter zu hüpfen? Okay, wir nehmen ihn den Weg weg. So. Jetzt müssen sie wieder außen rum. Meine Güte. Er hat ihn noch eingefangen. So. Da sammelt dein Zeug ein, was du verloren hast. Da laufen schon wieder welche hier oben rum. So. Aber hey, wir haben doch 4 Schichten. Oh Gott. Das zieht sich hier echt gerade. Dafür dürfte aber ja die Hälfte von unseren Stockpiles schon wieder gefüllt sein. Fast die Hälfte. Nein, nicht mal die Hälfte. Einer fast 8. Das heißt, 10 passen 8. 100 und das sind 20. Ja. Also 10 mal 800 sind 8000. Also wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Ja. Da buddelt er schon wieder durch die Treppe.